Nele kenne ich seit ungefähr 2007. Wir haben uns damals auf Wettkämpfen kennengelernt. Da waren wir noch, ich glaube, 15, 16 und dann hat man sich bei den Wettkämpfen getroffen. Wir haben zwar nicht im gleichen Verein trainiert, aber wie gesagt, dann bei Landesmeisterschaften getroffen und da waren wir auch echt eine ganz coole Mädelstruppe. Und dann im Jahr 2008 sind wir zu einer Trainingsgruppe bei Nedes jetzigen Trainer zusammengeführt worden. Und seitdem auch eigentlich unzertrennlich. Nele ist eine kleine Streberin. Sie interessiert sich für Sachen, wo wir sagen, das lese ich mir jetzt nicht durch, das ist voll langweilig, 20 Seiten Urteil, das kann sich keiner antun. Nele liest es sich durch und findet es super interessant. Von daher ist sie immer ein bisschen sehr strebsam und man fühlt sich ein bisschen faul neben ihr auf jeden Fall. Und sie ist auch ziemlich talentiert, was Jura angeht. Man darf sich nicht mit ihr vergleichen, sonst fühlt man sich schlecht. Also man braucht unheimlich viel Disziplin, die Examensvorbereitung. Dauert im Idealfall ein Jahr. Also da muss man wirklich dann jeden Tag ranklotzen, sich diszipliniert hinsetzen, von morgens bis abends lernen. Und beim Sport ist es auch so. Gerade beim Dreisprung muss man unheimlich viel trainieren. Da reicht es nicht nur zu springen, sondern man muss schnell sein, man muss kräftig sein, man muss auf die Ernährung achten, um leicht zu sein. Man muss stabil sein, damit man die Sprünge halten kann. Also hinsichtlich der Disziplin auf jeden Fall. Neuerdings ein Ranking-System, das heißt, man kriegt Punkte für bestimmte Wettkämpfe, die man macht. Darüber kann man sich qualifizieren, da muss man unter den Top 32 sein der Welt. Und es gibt eine sogenannte Supernorm, die ist bei 1432. Wer die springt, ist auf jeden Fall dabei. Also ich sehe meine Chancen so, wenn ich jetzt gut und gesund durch den Winter komme und einen guten Wettkampf erwische, ist auch 1432 nicht außer Reichweite und derzeit bin ich auf dieser oder nach dieser Weltbestenliste auf Platz 27, also wäre da auch noch dabei. Von daher, wenn alles normal läuft, hoffe ich, dass es klappt.